Joho, verehrte Zuschauer, willkommen zu Call of Duty World at War. Wie bereits angekündigt, wird dieses Projekt als nächstes folgen. Ich spiele mit dem neuesten Patch 1.7 hier unten rechts zu sehen. Das Ganze ist nicht blind, ich habe schon mal gespielt. Und wir starten. Neues Spiel. Ja, natürlich. Rekrut für alle Spieler, die noch nie derartige Spiele gespielt haben. Ihre Kampffähigkeiten werden auf die Probe gestellt. Ihre Fähigkeiten werden strapaziert. Sie werden nicht überleben. Ja, naja, ich spiele wie immer alles auf leicht. Und wir gucken uns einen Film an. Ziemlich leise der Film. Kurzer Film. Private Miller. Start. Und es geht los. Semper Fi. Südpazifik. Wir spielen Private Miller. Wir sind vermisst. Oha. Oh. Halten Sie Ihr Schweigen für ein Zeichen von Stärke? Ja. Das ist keine Stärke. Das ist Dummheit. Wir verraten denen gar nichts. Sind alle Amerikaner so? Lecker, gegeben. Oh oh. Aua. Dafür wirst du bezahlen. Tötet sie beide. Nein. Wehe, du tötest meinen Kumpel, Alter. Ich mach dich alle. What the fuck? Hehe, war nicht so gemeint. Ich rede. Boah, ich werde niemals reden. Miller, Sie leben. Gott sei Dank. Und wer bist du, Captain Engel? Ich hab doch gesagt, ich mach dich fertig. Ans Gewehr, wir schlagen zurück. Jo, alles klar. Dann nehmen wir doch Robert, mal. Geben Sie dem Stoßtrupp Bescheid. Dem Stoßtrupp? Oha. Los geht's. Nicht übel. Go, go, go! Ah, Todeskarten, genau, die gab's ja auch noch. Ich nehme mal das Gewehr hier. Kein Bock auf Schnellfeuer. Warum stirbst du nicht? Buschmänner hier, die in den Bäumen immer sitzen. Die Maus ist irgendwie ein bisschen sehr schnell eingestellt, habe ich das Gefühl, aber da kann ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Und wir laufen über den Steg. Wow! Wow! Positionen
Scheiße. Spring doch ins Wasser, du Idiot. Oder wälz dich auf den Boden. WTF. Aber er hat mir das Leben gerettet. Scheiße, ich weiß nicht, wie man schlägt. Ne, so nicht. Irgendwie kann man bestimmt messern. Oh, so nicht. Cool. Nehmen wir mal unsere Pistole. Unsere. Hier, was mir gerade auffällt, hier gibt's ja gar kein Training am Anfang. Kein Training hier. Ich sehe sie auch. Roy Miller ist der Beste. Lass mich mal durch, danke. Ja, ich weiß. Ich mal wieder. Hey! Nicht weglaufen. Oha. Das ist die Japaner Westentasche. Ach, das ist unser. Augen offen halten. Japaners Westentasche, ja. Auf jeden Fall. Was für Hölle ist das? Überprüfen Sie das. Voll unheimlich. Ein verdammter Tempel oder so. Scheiße. Scheiße! Sprengfalle! Da kommen Sie! Nicht nachgeben! Das war gemein mit der Sprengfalle. Ja, ist klar. Die Kerze hält das aus. Ganz klar. Ey, wo seid ihr schon hin wieder? Noch gerne mal auf mich warten. Wieso kann ich denn nur so langsam sprinten? Heilung, los, Männer! Ah, jetzt ist wieder gut. Das sah eben alles so Zeitlupe aus. Scheiße! Sie wurden entdeckt! Top Bravo ist am Strand festgenagelt! Japanische Infanterie im Fluss, aus Richtung Westen! Robak, das ist wieder rechts! Das andere gehört dir! Los! Den Scheinwerfer erledigen! Hab ich schon. Gott, jetzt reicht's aber hier, ey. Oh. Ich weiß nicht, wie man... Ah, okay. Oh. Ha, ich hab den letzten... Na, Kollegas, Private Neeson und Captain Saunders. Alle herhören. Ich will den Rest kurz und schmerzlos über die Bühne bringen. Verstanden? Kurz und schmerzlos. Das war doch, glaube ich, der Teil, wo die immer in dem Baum gesessen haben, oder? Ich weiß das schon nicht mehr. Ich habe so viele Spiele in letzter Zeit. Was zum Teufel? Corky, rufen Sie das Kommando. Ist noch eine Einheit vor uns hier durch? Hinterhalt! Bewegung! Bewegung! Das war nicht ganz ohne. Oh, in Deckung gehen. No! Und der erste Death, gleich im ersten Part. Klasse! Na, wo starten wir? Cool, Hinterhalt. Ja, ich wusste es ja schon alles. Ich wusste ja schon, was passiert. Ich hab nicht mehr Handschuhe an dem Teil. Ah, jetzt ist wieder dunkel hier. Jetzt ist wieder hell. Durch diese Buschtarnung sieht man die überhaupt nicht. Hello. Oh, ein MG, ein MG.
Maschinengewehr, jetzt nicht mehr. Scheiße, ich liebe diesen Spruch wohl. Geht nicht kaputt. Roback, der Truck muss in das verdammte Lager. Miller, machen Sie mit Ihrem Messer ein Loch in das Fass. Achso, ich mal wieder, okay. Na, und Messer reinrammen. Schönes Ding. Schönes Ding gerade gewesen. Auf jeden Fall. Einfach mal durchmarschieren. Wenn ich wüsste, wie man Messer hat, aber ich weiß es nicht mehr. Oha. Das dauert aber ganz schön lange. Okay, er ist tot. Oh. Wo sollen wir denn hin? Achso, hier. Oh! Der hat mich aber schwer erwischt. Hilf mir. Ich bin verletzt. Ja toll, und der Typ, unser Kumpel da, der da noch steht, den lassen wir das mal da stehen. Roback. Das ist ein cooler Typ, finde ich. Mein Lieblingscharakter ab jetzt. Oh yeah. Das war Part 1. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.